Okay, dann müssen wir als nächstes zu Lord Hagen. Wenn wir der Sache weiter auf den Grund gehen wollen. Ich guck mal eben in die Auftragsliste. Miliz vertreiben. Okay, unsere nächsten Hauptaufgaben sind Miliz vertreiben und zu diesem Banditenturm. Okay, und wie komme ich jetzt nochmal zu Bengas Hof? Aha. Das ist jetzt, wenn ich mich da umdrehe. Weiter umdrehe. Das hilft nur der Orientierung. Da muss ich jetzt gerade auslaufen, oder wie? Ach so, bei der Taverne abbiegen und dann. Okay. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich mache jetzt erstmal einen Aufnahmestopp und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. So, da bin ich wieder und weiter geht's. Wir stehen jetzt hier bei der Taverne, die man hinten im Hintergrund sieht. Und hier ist auch der Wegweiser zur Gefängniskolonie. Das Weidenplateau werden wir jetzt betreten, wo auch sich auch Bengas Hof befindet und wo wir auch die Miliz vertreiben sollen. Und das werden wir dann auch machen. Holy shit, Keiler. Mal gucken, ob ich mit denen klarkomme. Komm schon. Ja! Ich hab's geschafft. Juhu! Hier hinten ist der See bei, Onas Hof. Wo wir für Greg die Sache da ausgegraben haben, das Geld. Und hier geht's zum Pass, der von Orks belagert wird. Aber auf der anderen Seite, so damit uns keine Gefahr entgegen steht. Erst später. Massig Lurker, die wir töten werden. Endlich mal so richtig leveln. Hier gibt es nämlich verdammt viele Viecher. Oh, eine Steintafel. Cool. Komm her, Lurky, Lurky, Lurky. Nichts zu holen. Oh, wieso muss es jetzt anfangen zu regnen? Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Komm her, Bruder. Von dem, den ich getötet habe. So, Steintafel. Was war das für eine? Bitte eine Einhandsteintafel. Bitte, 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 bitte. Ja, Geschick 1 ist auch nicht schlecht. Jetzt habe ich schon 20 Geschicklichkeit. Cool. Alter, überall Lurk. Ja, komm her, Blutfliegen. Thank you.
Und noch ein Lurker. Immer wieder gerne. Ach, ich weiß noch, als die so ein Riesenproblem für uns waren. Ach, das waren noch Zeiten. Das Schwert. Ganz viel Blauflieder. Ein paar sinnlose Tränke. Und ich merke gerade, das Spiel ruckelt mal wieder. Ich verstehe es einfach nicht. Woran kann das liegen? Boah, nee, ne? Alter! Nein! So eine Scheiße, was mache ich jetzt? Ach, ich stopp hier einfach die Aufnahme. Ihr wisst ja, wo wir stehen geblieben sind. Dann sehen wir uns da gleich wieder. Tschö. So, da bin ich wieder. Hab hier alles ausgelöscht an Lurkern. Und also da kommen wir her. Und jetzt gucken wir erstmal da hinten. Da hinten sind noch Keile. Ja, komm mal her. Ich will einfach nur eine Einhandsteintafel. Das wäre so toll. Ach ja, ich habe die Geschicklichkeitssteintafel gar nicht benutzt. Da. So. Nur eine Einhandsteintafel und ich habe direkt den ersten Skill. Hab da nicht zwei Angriffe, sondern vier, glaube ich. Lurker sind voll scheiße, finde ich. Ich hasse die Mistviecher. Wieso ist da jetzt so ein Dunkelbug? Oder kommt das vom Regen? Oder wollt ihr mir ernsthaft erzählen, dass meine Grafikkarte überlastet ist? Weil ich glaube nicht, dass eine Wiese so dunkel ist. Da hinten steht schon der erste Vogel. Ich frage mich, was der will. Gar nicht. Ziemlich weitläufig, euer Land hier oben. Ist ganz nett. Aber wenn du durch den Pass da hinten gehst, dann wirst du das nicht mehr denken. Wenn dich dieser kleine Landstrich hier schon beeindruckt, dann wird es das Minental dahinter erst recht. Wer bist du? Mein Name ist Garn. Ich bin Jäger und arbeite für Benga, den Bauern hier auf dem Weidenplateau. Ich bin meistens hier draußen und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Was muss ich über das Minental wissen? Keine Ahnung. Ich habe nur einmal einen flüchtigen Blick über das Tal geworfen. Sah ziemlich gefährlich aus. Am besten, du entfernst dich nicht allzu weit von den Trampelpfaden, wenn du durch den Pass dort hinten gehst. Entweder du nimmst den Weg durch die große Schlucht oder den Weg über die Steinbrücke. Der ist kürzer und ungefährlicher. Jetzt, da die Orks überall herumstreuen, sollte man sich schon ein wenig vorsehen. Ich will dich ja nicht zur Kräuterhexe schleppen müssen. Kräuterhexe? Ihr Name ist Sagitta. Sie ist die Heilerin der Bauern und der anderen Bewohner außerhalb der Hafenstadt. Ein recht seltsames Frauenzimmer. Niemand geht wirklich gerne zu ihr und alle zerreißen sich gerne das Maul über sie. Aber wenn du krank bist, findest du keine bessere Hilfe als Sagitta und ihre Heilkräuterküche. Du findest sie in dem Waldstreifen hinter Sekops Hof.